So, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr reinschaut zu meinem Video zu The Heist. Das Spiel sieht erstmal ganz klassisch nach so einem modernen Krimispiel aus und so ein ja, Detektivspiel, wo wir eben ganz viele Unterlagen auf dem Tisch haben, ermitteln müssen, am Ende herausfinden müssen, wer ist der wahre Täter, wer hat wirklich irgendwie erpresst oder was auch immer da passiert ist. Ist aber ein bisschen anders. Das Spiel ist ein bisschen innovativer. Es heißt Live Mission Game. Es ist von ID Venture. Die haben ja damals zum Beispiel das Feuer in Adlerstein gemacht, was halt so das erste Spiel in dieser Richtung in Deutschland war. So Hidden Games und alle anderen kamen dann erst danach. Und das habe ich auch damals gespielt, das Feuer in Adlerstein. Habe gesagt so, wow, eines der besten Spielerlebnisse, die ich in dieser Richtung jemals hatte. Und hier gehen sie jetzt halt nochmal einen Schritt weiter, weil wenn ihr mal auf Amazon guckt, da findet ihr halt mittlerweile zig Spiele, die so sind wie Detective Stories oder wie Hidden Games. Da hat halt gefühlt jetzt auch während der Corona-Krise jeder Verlag und jeder Escape-Raum-Betreiber so seine eigenen Fälle rausgebracht, was ja auch vollkommen okay ist, solange die halt immer eine gewisse Mindestqualität haben. Und ne, dann bieten die einem einfach gute Unterhaltung, machen Spaß. Kann eben auch sein, dass Leute sagen, sie haben Brettspielen als Hobby und spielen fast nur solche Spiele. Und das ist ja vollkommen okay. Aber hier haben sich die Macher jetzt eben gesagt, hey, wir wollen noch mal was Neues machen und deswegen ist das eben ein Live-Mission-Game. Und hier ist es eben nicht so, dass ihr einfach nur ermitteln müsst, so viele Verdächtige aufschließen müsst und dann ist quasi der Fall gelöst, sondern das ist so ein bisschen wie Mission Impossible, ne? Wo auch ja so ein Team von Spezialisten rekrutiert wird, dann wird halt irgendwo eingebrochen, der Coup wird gestartet, der heißt halt und da sind dann ja auch immer so die Leute, die das vor Ort durchführen und so die Spezialisten im Hintergrund, die das vielleicht auch irgendwie alles vorbereiten, die vielleicht irgendwo ein Kabel durchschneiden, irgendwo einen Computer hacken, irgendwo ein Kamerasystem ausschalten und das ist hier eben auch so, sprich dieses Team von Spezialisten ist halt draußen unterwegs und ihr seid die Leute im Hintergrund, die denen eben Anweisungen geben müssen. Und wenn man da erstmal reinguckt, dann denkt man eben auch, okay, das ist halt so ein ganz klassisches Krimispiel, ne? Hier sind halt so ein paar beschriebene Zettel drauf. Hier haben wir dann irgendwelche Pläne, die wir uns später angucken müssen. Irgendwelche, das habe ich ja auch nicht drauf geschrieben, das sind schon so Notizen, die da vorher drauf waren. Hier ist dann irgendwie auch noch so ein Bild, mit dem man es anfangen muss. Hier ist so ein Speisezettel, hier irgendwie so ein E-Mail-Postfach. Eine Beschreibung von irgendwelchen Leuten, ne, irgendwie Banküberweisungen, ganz viele, nochmal irgendwie hier so ein Black Hawk Operation Eclipse Bericht und ne, irgendwas mit irgendwelchen Kameras und noch irgend so ein Stadtplan, den man sich dann irgendwie auch angucken muss und irgendwelche Chat-Protokolle. Also das kennen wir im Prinzip alles aus solchen Spielen. Also ist schon durchaus ein gemeinsamer Schnittpunkt da und dass man sagen kann, okay, das kommt mir erstmal vertraut vor. Aber ihr braucht eben hier die App Telegram auf eurem Handy. Die braucht ihr, sonst könnt ihr dieses Spiel nicht spielen. Das funktioniert halt mit Bots quasi, ne? Also ihr habt halt verschiedene Charaktere, mit denen ihr interagieren könnt. Die Spezialisten draußen im Feld, denen ihr halt immer irgendwelche Anweisungen oder Hinweise geben müsst. Und die könnt ihr eben halt via Telegram anschreiben. Und dann, also jetzt hier ohne groß was zu spoilern, ist da halt schon, ne, relativ viel Text. Ihr könnt immer mal wieder irgendwelche Anweisungen hinschicken. Dann sagen die euch halt, was gerade passiert, was für ein Problem ist oder fragen, was sie jetzt irgendwie als nächstes machen wollen. Und dann müsst ihr dieses ganze Material, das ihr habt, eben sichten, vielleicht auch irgendwie rausfinden, okay, was ist jetzt überhaupt der Plan, was wollen wir machen und das irgendwie alles vorbereiten und dann geht es halt irgendwann los und dann passieren halt auch wirklich Dinge, dass man halt wirklich so ein bisschen das Gefühl hat, da draußen geht gerade live so ein Heist, so ein Coup und wir müssen jetzt dafür sorgen, dass irgendwie alles funktioniert und wenn irgendwo Probleme auftauchen, dann müssen wir halt irgendwie handeln, müssen halt auch die Sachen schon mal vorher alle gesichtet haben und vorbereitet haben und da ist eben auch super viel Material bei, also ne, alles so klassische Sachen, die man sich dann angucken muss und auch erst verstehen muss, was machen denn die Sachen und natürlich müsst ihr auch ins Internet, auf irgendwelche Homepages gehen, euch das alles genau angucken, auch wissen hier, was hat es mit den Fotos auf sich und wenn die euch irgendwie Rückmeldung geben, auch nochmal gemeinsam reden, okay, ne, was haben wir schon rausgefunden, was können wir denen sagen, was sollen die als nächstes machen oder welche Person ist die Zielperson oder in welches Gebäude müssen die oder. Und das fühlt sich zum einen eben schon sehr vertraut an, aber durch dieses hohe Maß an Interaktivität eben auch sehr fresh, man ist halt wirklich involviert, hat wirklich das Gefühl, dabei zu sein. Ich habe schon wirklich viel in der Richtung gespielt. Bei manchen hat man einfach das Gefühl, man hat jetzt hier irgendwie so einen Fall gelöst und ja, das ist noch irgendwie schnell wieder vergessen. Und es gibt dann eben auch manchmal sowas wie die Firmenfeier zum Beispiel. Das hat auch schon für ein hohes Maß an Interaktion gesorgt, dass man wirklich so das Gefühl hätte, man wäre jetzt auf dieser Firmenfeier dabei und hier beim Heist, da geht das Ganze eben noch einen Schritt weiter und man hat aber, das ist eben auch wichtig, man hat nicht wirklich einen Zeitdruck. Also, ne, wie gesagt, man hat schon das Gefühl, dass da draußen gerade Dinge passieren und die sagen auch, hey, was soll ich jetzt machen? Aber da ist nicht irgendwie so, dass irgendwas gefragt wird oder irgendeine Aussage bekommt oder irgendein Foto seht,
aussieht. Und dann müsst ihr halt innerhalb von 3 Minuten irgendwie reagieren, irgendwas gemacht haben. Wenn ihr es nicht geschafft habt, habt ihr verloren. Ihr habt also durchaus schon relativ viel Zeit. Ihr könnt halt so lange brauchen, wie ihr wollt, aber meistens kriegt man das dann schon relativ schnell hin. Wobei wir auch ganz am Ende sind wir an einer Sache gehangen und wir haben das ja auch live gestreamt. Wir waren auch so weltweit, glaube ich, mit die Ersten, die das halt so gespielt haben, außerhalb von irgendwelchen Probespielrunden. Und da haben wir dann auch irgendwann die Nachricht bekommen, so, hey, nutze doch mal einen Hinweis. Und dann haben wir gesagt, nee, machen wir nicht. Wir haben es dann auf jeden Fall noch rausgefunden. Ich glaube, die Anmerkung gab es auch nur, weil die gucken wollten, ob das Hinweissystem eben auch in echt funktioniert. Aber das mussten wir nicht ausprobieren. Wir haben das so geschafft. Wir haben so ziemlich genau 2 Stunden dafür gebraucht. Wir haben es mit 4 Leuten gespielt und das war auch echt eine gute Spielerzahl. Wie gesagt, es braucht im Prinzip auch nur einer Telegram auf dem Handy. Das würde auch funktionieren. Schicker ist es, wenn es mindestens 3 bzw. sogar 4 Leute haben. Es gibt eben 3 Agenten, mit denen wirklich interagiert wird. Der 4. Spieler hat dann so ein bisschen den Systembot auf seinem Handy halt in Telegram drin. Der ist aber, also der, ja, der wird auch noch was zu tun haben auf jeden Fall im Spielverlauf. Und wir hatten da auf jeden Fall Spaß mit. Wir fanden das alle innovativ, fresh und neu. Und das ist ja auch so ein bisschen die Geschichte, ne? Also gerade Stefan und ich, wir lieben ja solche Spiele und haben da auch schon wirklich sehr viel von gespielt. Längst nicht alles, weil es ist mittlerweile einfach explodiert. Man kann das nicht alles spielen und muss ja auch mal ein bisschen gucken, sind die Spiele jetzt gut oder nicht gut. Und wir haben eben auch andere Spiele gespielt, da habe ich auch schon ein Video zu gemacht, wo ich einfach mal so 3 Spiele miteinander vergleiche, ein super schlechtes, ein Spiel, das einfach den normalen Standard hat und eben dieses als halt innovativ neues Spiel. Und die meisten Spiele dieser Art haben halt so diesen normalen Standard, die spielt man halt, die sind immer gut, die kann man Anfänger noch locker in die Hand drücken, weil man weiß, die werden damit klarkommen, auch erfahrene Spieler werden damit Spaß haben, aber die werden halt sitzen und sagen, okay, das war jetzt das, was ich kenne. Ich war irgendwie 2 Stunden gut unterhalten, aber es hat mir also die Standardkost geboten. Wobei man halt sagen muss, alles, was ich da bisher gespielt habe, da ist der Standard schon wirklich sehr, sehr hoch. Da gibt es ganz selten mal Ausbrüche nach unten. Und das Spiel hier schafft es dann eben noch durch dieses interaktive Element, dem Ganzen einen draufzusetzen und halt, dass man sagt so, wow, okay, das war jetzt wirklich ein besonderes Erlebnis. Wir hatten auch in der Runde nach die Diskussion, das geht natürlich nicht in die Richtung von Nightmare zum Beispiel, was ja auch nochmal so ein krass immersives Erlebnis ist, was ja auch eher so Richtung Horrorspiel geht, das ist hier halt nicht der Fall, das ist halt wirklich eher so das Prinzip so Agentenfilm am Brettspieltisch halt irgendwie so miterleben oder halt ne diese Mission Impossible Geschichte und aber auf jeden Fall auch sehr gut, also auf jeden Fall auch in der oberen Top-Liga. Wir hatten sehr viel Spaß damit, wir waren alle sehr zufrieden und daher, wenn ihr halt auch Fans von solchen Spielen seid und da mal was Neues, Innovatives sehen wollt, dann guckt euch so heißt auf jeden Fall mal an. Und wenn ihr irgendwelche Fragen dazu habt, dann auch eben gerne unten in die Kommentare. Das wird ja jetzt dann eben auch demnächst auf dem Markt erscheinen. Dann könnt ihr es auch spielen. Wenn ihr es eben gespielt habt, kommt auch sehr, sehr gerne wieder und schreibt mal unter das Video, wie ihr es gefunden habt, wie es für euch war, wie es bei euch in der Gruppe ankam. Und ja, dann war es das von mir. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Bis bald und tschüss.